What's up, Leute? Willkommen zu Let's Play Pokémon, der dunkle Sturm. Ja, ich... Was? Was mache ich denn hier? Außer bloß, das ist jetzt der falsche Stand. Ups. Falscher... Upsala, ja. Gerade ein bisschen doof. Falscher... Das ist aber scheiße. Schnitt! Falscher Lade... Memory Card. What's up, Leute? Willkommen zu Let's Play Pokémon der dunkle Sturm. Part Nummer sowieso weiß ich sowieso nicht mehr. Jetzt aber! Okay, ich habe nun inzwischen die richtige Memory Card gefunden nach einer kleinen Sucherei. Das war gerade so ein alten Spielstand, den ich schon längst fertig hatte, irgendwie. Ja. Wie lange ist es, seit ich den letzten Part hochgeladen habe? Es ist ewig lange her. So lange her, dass mein Vater momentan sogar schon mein Opa gewesen sein könnte. Was weiß ich. Über ein halbes Jahr her. Wegen dies und das und jenes und weil ich jetzt... Nein. Gut. Nein, schlecht. Jetzt muss ich sowieso gleich wieder neu starten, weil gleich wieder... Ich weiß jetzt gerade nicht. Soll ich jetzt neu starten? Ich lasse es erstmal laufen. Kryptowelle? Kryptoschlag? Ich weiß auch gar nicht mehr, wie überhaupt. 19, 21. Ja, ich habe mir das letzte Video nochmal angeguckt und da habe ich ja gegen die Queen gekämpft nochmal und wir waren genau beim ONBS. Die habe ich, glaube ich, befreit. Ja. Mülleimer, ist da was drin, außer Papierkram? Nein. Na gut, ich habe auch keine Ahnung, wo wir überhaupt waren. Die Grafik könnte sich jetzt ein bisschen verändert haben, für die Leute, die es jetzt immer noch nicht wissen. Die habe ich auch schon befreit. Ich nehme nun mit der HDPVI auf. Das kleine Problem dabei ist, sobald man das Licht im Badezimmer anmacht, ist alles asynchron, dann muss ich wieder neu starten und das wird wahrscheinlich gleich passieren. Die sind wegen Beitiere, ich kann mir vorstellen, dass die bla bla bla. Ich weiß nicht, habe ich den schon angeklickt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht das hier ziemlich alles ruhig aus, also hier war ich anscheinend schon. Und ich kann gleich sagen, dass ich die letzten zwei Teammitglieder, die ich für mein Team geplant habe, findet man hier. Jetzt ist überhaupt die Frage, ob ich überhaupt Bälle? Ja, geht aber. Gut. Ach, und da haben wir auch schon das erste Opfer. Oh, Süßer, ich habe schon auf dich gewartet. Fangen wir doch gleich an mit den Kindern, mache ich nur kurz einen Prozess. Was mache ich mit Erwachsenen auch? Kryptoknecht Monia. Fanta. Trinke Fanta, seid Mamucha. Genau, Perry sowieso und Armageddon wegen Feuer und sowieso und... Okay, Perry ist scheiße. Gerade hier. Aber Armageddon ist geil gerade. Au, Intensität, stimmt. Ja, da gibt's ja was Geiles. Unwichtig. Jetzt kann man wieder sehen, wie herrlich intelligent die Computerspieler hier sind, weil Windstoß auf Dings hier... Knills Perry sowieso wäre viel effektiver gewesen. Du kannst dich nicht bewegen. Zumindest manchmal. That's very effective. Nicht wirklich. Nachtnebel, Fix, Schadenangriff, zieht 20 KP ab gemäß des Levels des Anwenders. Ja. Drecksangriff. Selbst jeder Angriff würde weniger abziehen als das da. Irgendwie greift niemand mein Kamel an. Na also. Seht ihr? Und Absorber ist natürlich auch viel stärker gegen ein Pflanzen-Pokémon. Darum setzt es auch. Also das Intelligenzquotienten hier von Computerspieler will ich mal gerne sehen. Ne? Bam. Adieu. Arrivederci. Das gibt erstmal Mordserfahrung hier. Noch so ein fliegendes Mumutüm.
Ich hasse Motten. Es macht Spaß, die mit der Zeitung zu zerquetschen, wenn ich mal eine sehe, aber... Ansonsten gehen sie mir auf den Sack. Autsch. Die Wahrscheinlichkeit, dass es verwirrt ist, ist natürlich übelst gering. Und aber bei mir natürlich, ich krieg natürlich diese scheiß Statusveränderung ab. Und haut sie natürlich selber aufs Maul. Nein! Volltreffer weg. Was? Upsala. Ich glaube, der sagt Tschüss. Ja. Das wollte ich sowieso auswechseln. Jetzt hat eh keinen Sinn gehabt. Dass die Initiative so niedrig ist, kotzt mich irgendwie an. Goji Terra. Wieso habe ich den noch so genannt? Ich glaube, Koji wegen Psycho oder sowas und Terra wegen Boden, ne? Latein, glaube ich, oder sowas. Ja, okay, dumm gerade. Nein, gar nicht dumm, gar nicht dumm, gar nicht dumm. Stein zieht gegen Käfer auch, ist auch sehr effektiv. Wieder das Falsche getroffen. Und bam! Ja, das ist auch sehr effektiv, das sehe ich wirklich. Und die Initiative sinkt natürlich nicht. Was bei dieser Attacke eigentlich schon fast 100% ist. Hey, kann ich gleich wieder zum Pokémon Vitalisator rennen. Das setzt mir das halbe Team im Arsch. Trugschlag! So, wenn jetzt alles trifft, wahrscheinlich der Fall sein wird. Und ich kassiere natürlich einen Volltreffer, so wie in jedem Part eigentlich. Oh, very effective. Wegen Gift und so, ne? 22! Oh ja, die Initiative von meinem Team ist ja richtig scheiße. Scheiß Heilung weg, da braucht die kein Mensch. Und! Perilland Kopfnuss. Nusskopf. Ach, und zieh mal an, was wir da für ein Pokémon haben. Und ratet mal, welches das ist. Es ist ein Krypto-Pokémon. Stimmt, genau. Was ich für mein Team benutzen werde. 100%ig pro. Also langsam wird mir schon wieder rätselhaft hier. Schleierhaft, ganz ehrlich. Okay, als erstes Stachelpore und... Nebenstelligen Bullpix wäre auch nicht schlecht. Au. Obwohl dürfte nicht ganz so viel abziehen. Vulpix hat eher so einen Spezialangriff-Typ und hat eher einen kleineren Angriff. Und da Krypto ja zu einem Angriff zählt, ist glaube ich nicht ganz so heftig. So. Fledermatze sagt auf Wiedersehen. Ach, das ist auch ein Gift-Pokémon, toll. Und jetzt ganz sachte, ganz zärtlich. Ist sogar eine Sie. Eigentlich bei Vulpix nichts Neues. Es ist, glaube ich, zu 85,5% immer weiblich. Und zu 15,5 oder was immer männlich. Also ist sowieso, passt lieber, ist sowieso besser ein Weibchen, weil es sieht eher aus so. Ne. Trugschlag, Lebensschelle. Erstmal die Genauigkeit senken. Fuck you. Trugschlag, da kann nichts passieren. Ist sowieso die idealste Attacke, um ein Pokémon zu fangen, ganz ehrlich. Weil sowieso ein KP immer übrig bleibt. Darum habe ich Perry eigentlich auch gefangen, aber jetzt kriege ich sowieso wieder einen Volltreffer aufs Maul. Weil es ein Trugschlag werde ich immer behalten, das ist mal ganz klar. Damit kann ich ein Pokémon immer angreifen, immer draufhauen, egal ob ein Volltreffer oder nicht. Ich brauche überhaupt keine Gedanken mehr zu haben. Ich hätte jetzt, glaube ich, lieber erstmal ein Krypto-Pokémon nehmen sollen, weil... Ach, ich muss sowieso zum Vitalisator, also was soll's. Ball. Werfen. Rufen. Schön drin bleiben, Schätzchen.
Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken nach den Spitznamen. Die habe ich sowieso hier verpennt. Hier habe ich wieder Zettel überall rumliegen. Ich denke mal, das dürfte immer noch hier rumliegen. Tomate, Melone, Erdbeere. Nein, das ist was Falsches. Und es wurde auch gefangen. Herrlich, herzlichen Glückwunsch. Ach, stimmt, ja, genau. Ja. Da war ja was. Habe ich den echt so? Wollte ich den echt so nennen? Ich wollte eigentlich was Niedlicheres haben, aber naja. So, runter geht's. Ab zum Vitalisator mal wieder. Und gleich das neue Pokémon in unserem Team holen. Zum Glück gibt es einen Namenbewerter, weil ich habe gerade... Oder nein, stimmt gar nicht. Man kann den Pokémon gar keinen Spitznamen geben, solange sie ein Krypto-Pokémon sind. Stimmt doch, oder? Ey, ja, diese Pflaume liegt natürlich auf der rechten Seite, wo ich lang will. Kann er sich mal ein bisschen weiter nach vorne robben? An den Vitalisator bin ich, glaube ich, auch vorbeigerannt, ne? Ich glaube, gab es da drin nicht einen? Oder der war ein bisschen weiter höher, an der Etage noch höher. Wir müssen jetzt zum PC und da gab es keinen PC drin. Also das... Meckern wir ja weiter rum. So. Lagerungssystem. Und da haben wir unser Schätzchen. Komm her. Nein, erstmal Team. Was will ich am liebsten... Welches behalte ich denn jetzt hier? Donnerwelle? Ah, ich weiß es nicht. Ja. Die könnte ich eigentlich befreien, ne? So gesehen. Den stecken wir mal gleich in den Kryptorbus rein, um den zu befreien. Nehmen! Nehmen. Dann bewegen. Dreck. Ja, dann lass es los. Weg! Da. Aber ich glaube, von hier aus konnte ich das nicht, ne? Da fehlte was. Mindestens eine Attacke des Pokémon muss sich da drin befinden. Habe ich denn eins? Ah, scheiße. Du sollst es auch bewegen. Oh, was ist das denn hier? Ja, ja, wenigstens ein intaktes Pokémon, bla bla bla. Los, ich brauche mal kurz ein Opfer hier. Na scheiße, jetzt muss ich trotzdem zum Dings rennen. Erlösen konnte ich doch nur im Labor. Dreck. Din-din-din-din-din-din. Na, Schätzchen, was haben wir denn da? Pyritus, Feuerfänger, sehr schön. Spezialangriff, Spezialverteidigung, Eigentlich ganz normal, die Verteidigung ist sowieso mal schwach. Na. Und du kommst jetzt nochmal dahin. Jupp. Wegen einem Pokémon jetzt zum Labor rennen, ist eigentlich auch doof, oder? Ach, Mädels. Wie schön sanft das jetzt hier geht. Also mit DVD aufzunehmen war echt scheiße. Nehme ich hier wirklich auf? Also ich hoffe jetzt ist alles synchron, Leute. Weil wenn es nicht synchron sein sollte, dann kann ich in diesem Part nichts mehr ändern. Weil gerade ist eigentlich das Küchenlicht angemacht, das Badezimmerlicht angemacht worden, obwohl... Obwohl es eigentlich hier nichts passiert ist. Also, ich sehe es gerade so, als ob hier noch ganz normal es läuft. Also, normalerweise gibt es ja immer so eine Störung kurz, aber die ist nicht gekommen. Also, denke ich mal, es läuft noch alles so wunderbar. Dann scheint das nur auf der PS3 so zu sein. Na gut. 22. Eigentlich müsste der mal ein bisschen höher gemacht werden.
Jo. Und weiter geht's. Weiter ins Gemetzel. Was trägt er eigentlich? Nein, ich PDA öffnen. Irgendwas trägt er doch da. Was hat er? Holzkohle, ha. Huh? Verstärkt Feuerattacke. Um 1,5, glaube ich, oder sowas. Oh, 0,5? Auf jeden Fall etwas schwächer als ein Lebensorb. Aber Lebensorb, das ist doch eine, das ist doch alles Geschichten. Also was gibt's hier in dem Spiel noch gar nicht? Das ist doch alles die dritte Generation hier. Weil Nintendo es irgendwie nicht gebacken kriegt, mal ein vernünftiges neues Story-Spiel rauszubringen. Für die Wii, für eine Riesenkonsole, nicht für diese dreckigen DS-Teile. Belebe, ach, jetzt konnten wir hier rein, weil ja vorher diese komische Schnuckelmaus drin war, die sich hier unbedingt schminken musste. Was geht? Kleiner Mistkäfer. Ach nee, das ist eine Frau. Auch nur ein Ton und du wirst es bitter bereuen. Okay. Na komm schon, so hässlich bin ich nur auch wieder nicht. Ja, wie hieß die? Dagmar? Klingt wie eine Krankheit. Wow, da lohnt sich doch mal. Ach, scheiße. Okay, Memo an mich selbst. Vulpix und Hammergannon passen nicht gut zusammen. Weil Intensität und so, das ist nicht wirklich so gut. Das ist auf nirgendwo gut. Außer Perry, glaube ich. Unlicht sowieso nicht. Normal nicht. Pflanze. Ja, Pflanze ist das Einzigste. Obwohl, was hat Koji Terra für eine Fähigkeit? Schwebe! Ach, das ist ja interessant. Wusste ich noch gar nicht. Ich dachte, der hat erst bei... Ich dachte, Lipomentas hat erst Schwebe. Wenn das so ist... Das dürfte eigentlich nicht viel abziehen, weil Boden... Ja, das Gift ist das höchstens das einzigste Problem. 12, 10, naja, 8. Und fetzt die Bude weg! Auch wenn Erdbeben natürlich viel krasser ist. Näh, Drecksherz. Nochmal Intensität, volle Kanne reinhauen. Das könnte natürlich jetzt etwas mehr abziehen. Autsch. Psystrahl! Aufs Maul! Oder auf die Spitze, oder auf den Schnabel, oder was auch immer die hat. Es hat. Du kannst auch nichts anderes, ne? Außer deinen Rotz da abzurotzen. 9! Gleich viel schöner! Bäm! Jawoll, das sieht auch gleich viel geiler aus. Nö. Ich frage mich, wie 12 aussieht. Das muss ja geil aussehen. Intensität 12, das will ich am liebsten mal ausprobieren, aber es bringt gegen Pflanze gerade nichts. Haha. Tackle ist so eine Drecksattacke, ganz ehrlich. Macht null Schaden und dann hat die noch nicht mal eine Genauigkeit von 100%. Das ist so die Drecksattacke. Hoch 200, ey. Natürlich nichts gegen Platscher jetzt, ne? Na, Verteidigung 0 ist irgendwie nicht so toll. Das ist auch nicht so toll. Wurde Energie abgesaugt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das zieht irgendwie gar nichts ab, wenn man dieses Blut... Ist ja gar nichts hier. Das zieht also alles nicht viel ab. Ich muss ganz dringend zum Trainingsberg. Duellberg. Das werde ich wahrscheinlich im nächsten Part machen. Also nicht im nächsten Part, sondern im Offscreen. Falls ich den überhaupt schon erreichen kann, das ist auch wieder was an. Doch, ich kann ihn schon erreichen, stimmt.
Da bin ich bis jetzt noch nicht hingegangen, weil das Level zu niedrig war von mir. Weil die in Area 1 haben die ja auch schon, glaube ich, so 19 oder so, oder? Oder 16? Oder 11? Genau, zieh noch mehr ab. Ja, das sieht gut aus. Alles zum viel um 2, ein bisschen was um 3 und Verteilung Initiative. Naja. Du hast mich verwirrt. Du hast mich aus dem Konzept gebracht. Kohle her, verpissen. So, jetzt habe ich dir zum zweiten Mal den Arsch gerettet, Süße. Hurra, vielen Dank, dass du uns nochmal gerettet hast. Heißt das nicht, alle. Wir wussten nicht, was sie mit uns machen würden. Hab vielen, vielen Dank, ja. Beleber opfern? Naja, los, ich hab keinen... Moment mal, direkt vor meiner Nase ist ein Vitalisator. Das wäre peinlich gewesen jetzt. Jetzt hau ich da meine ganzen Items weg, obwohl direkt vor meinen Augen da so ein Vitalisator steht. So, okay, ja, damit hat sich die Sache. Tach, Kumpel. Hey, Vorsicht, hier bewachen wir die Requisiten auf. Es ist für jemanden wie dich viel zu gefährlich hier, also sieh zu, dass du Land gewinnst. Ach ja, ich frage mich, wer hier wohl Land gewinnt. Was willst du denn, grünen Schnabel? Geh mir aus dem Weg, wenn du nicht verletzt werden willst. Das war dieser Opa, der mich auch mal zurückgehalten hat, weil er angeblich alles umfällt oder sowas. Da kam ich dann nicht an die Kiste ran. Ja. Miau. Ich kann diese Intensität echt vergessen, solange Vulpix da ist. Ich könnte meinen Charme mal ziehen lassen. Dass das alles nichts mehr abzieht vom Gegner. Wieso landet der eigentlich immer einen beschissenen Volltreffer und ich nicht? Also ich glaube, Vulpix ist das einzigste, schnellste Pokémon momentan beim Team, kann das sein? Psch. Aua. Psch. Diese komplexartigen Dinger, das ist auch interessant. Ich mag dich. Oh! Ach Mann, ey, ist auch wieder gleich K.O. Ich muss unbedingt trainieren, das geht gar nicht. Ein Schlag und... Ich weiß nicht. Ein Schlag und die Hälfte weg. Kratzfurie. Dürfte nicht mehr allzu viel abziehen. Muss natürlich viermal treffen. Bei mir treffen diese Drecksattacken meistens immer nur zweimal. Volltreffer. Voll auf die Nuss. Oder sonst wohin. Okay, Nachtarr hält eine Menge aus. Kratzfurie und Kopfnuss. Na, ist alles nur Scheißattacken irgendwie. Hol ich mit Biss rein. Na, es zieht auch nicht viel ab. Nicht mehr. Bam! Also irgendwie ist Nachtarr das einzigste Pokémon, was momentan noch reinhaut. Okay, später wahrscheinlich nicht mehr so richtig. Weil die stärkste Attacke ist Biss und die kann es bereits. Während die anderen später irgendwann mal Flammenwurf, Erdbeben, Psychokinese beherrschen werden und richtig reinhauen, sind sie am Anfang natürlich ein bisschen schwach hier, ein bisschen gewackelig auf den Beinen. Und da muss man halt geduldig sein. Penner. Egal. Ob nur so ein bisschen Sand in den Augen. Pff. Bäh. Psch.
Purzel sagt Wiedersehen. Könnte das ein Krypto-Pokémon? Nein. Ey, geh mir weg, du Schwuchtel. Na okay, naja. Es hat wenigstens ein Weibchen geküsst, also... kann man jetzt nicht schwul sagen. Ist trotzdem Schwuchtel, wer diese Drecksattacke einsetzt. Bitter Kuss, ey. Noch bekloppter jetzt in der... Man braucht wirklich Geduld in dem Spiel. Später macht es richtig Spaß, wenn man diese richtig fetten, geilen Attacken drauf hat. Oh, das kann nicht wahr sein, ey. Oh, jetzt sinkt auch noch mein scheiß Initiativwert. Oh, der Kampf geht auch wieder 2 Jahre hier. Ja. Oh, es schenkt mir was. Nein, es schenkt mir nichts. Ich schenk dir einen Biss in die Klappe. Kann er auch. Egal, bei Dings ist es auch nicht so schlimm. Ich muss mich jetzt mal hinlegen. Sollte meine Decke hier irgendwann mal das scheiß Kabel loslassen? Also. Hauen dann bis da drauf und der kriegt mega Sauge ab. Weil das dürfte eigentlich reichen. Toll, jetzt hat mir die Paralyse auch nicht viel gebracht, wenn er ruhig zugeben kann. Ich dachte, Botugel wäre mein Psycho-Pokémon, das ist Eisflug. Aber es ist pink und das ist schwul. Ziehleine. Gut, du bist das letzte Opfer. Das bringt dir auch nichts mehr. Oh, nein, das kann nicht wahr sein. Das sieht jetzt gar nichts ab. Weil der Angriff auch stark gesunken ist. Ja, nochmal. Tschüss. Vergiss deinen Sack nicht mitzunehmen. Edwin. Aufweihe. Reicht die Kohle rüber und tschüss. Was war das denn nun? Ich dachte, sie filmen ein paar Stunts. Wenn du Stunts haben willst, dann... KP Plus. Kein Plan Plus. Zu denen, die kann ich jetzt jeden Kampf hinlatschen. Weil mein Level echt scheiße ist. Zum Glück gibt es hier... Na okay, ich sag jetzt nix. Es ist wirklich kein gutes Team, die beiden. Intensität ist nicht so gut. Aber das Level ist so scheiße niedrig. 20 ist gar nichts. Muss ein bisschen weiter. Kacke. Vulpix muss befallen. Ich sag dir, ich bin ganz schön stark, mach dich auf eine Niederlage gefasst. Du bist momentan der 73. der es gesagt hat. Wenn man jetzt Kolosseum dazu zählt. Oh, das ist aber schön. Alles hat eine Schwäche gegen Feuer. Ach scheiß Vulpix, kann doch gar keine Feuer. Ich hoffe, dass Vulpix Flammenwurf kann, sobald er befreit ist, sobald sie befreit ist. Na, bringt auch nichts. Feuer ist ein Spezialangriff, also was soll's.
Obwohl, Kryptowelle ist ein Angriff. Das zieht weniger ab. Nämlich gar nichts. Das könnte mehr abziehen. Das ist eine geile Fähigkeit eigentlich. Die mag ich. Schwierig, ein Drecksfix-Schadenangriff. Zieht auch 20 KP ab. Autsch. Ich glaube, man konnte erst Spitznamen geben, wenn man das Pokémon befreit hat, ne? Stimmt doch. Wollte schon sagen, habe ich mich ja doch nicht geirrt. Trauenvogel. Ist aber kein Krypton, aber so jetzt. Und selbst wenn, die Weiterentwicklung gibt es ja noch gar nicht. Ein Pokémon aus Temposchub hat. Ist doch total unnütz, Ruckzuckieb zu lernen, ganz ehrlich. Der müsste weg sein durch Glut. Stirb! GKO, was ever. Zwielichtige Gestalten hier. Oh! Weiterentwicklung zu Klopp. Klopp, Klopp, Kloppen, drauf kloppen. Weißt du, keine Ahnung. Das ist ein Geist-Pokémon, der bringt Zugschlag nicht mal was. Scham bringt was. Ich kenne ja nur Krypto-Angriffe. Krypto ist Dings. Angriff und ja. Tja, da staunst du. Bam! Das zieht zwar jetzt dem Kollegen da gar nichts ab, den da, aber egal. Damit meine ich wirklich nix. Ey, du scheiß Nachmacher. Da ist auch ein Schwein gehabt. Ich herz dich. Ich brauche irgendwas mit mehr Angriffskraft. Hier, los. Brauchst Traunvögel schnell weg. Obwohl Vulpix bringt mir eigentlich auch nicht viel. Ist das doof. Aber brauche ich was zum Paralysieren erstmal. Das zieht auch Schaden, ist. Oder? Keine Ahnung. Oh, zum Glück habe ich gewechselt. Jetzt hätte ich es nicht mehr machen können. Und da verabschiedet sich der Reflektor. Bis. Tschüss. Nein, 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 nicht tschüss. Du tschüss. Du Stachelbohre auf den da. Sehr effektiv und Wiedersehen. Yay! Verteidigung, Spezialverteidigung haut natürlich wieder voll rein. Das dürfte nicht so viel abziehen. Angriff ist ja stark gesunken. Ach, das meine ich. So, nun ist aber irgendwie doof. Biss. Das ist sehr effektiv.
Und das Level ist auch relativ hoch. Aber Zwirlicht hat eine sehr hohe Verteidigung. Und Spezialverteidigung, beides. Das ist ein ziemlich defensives Pokémon. Ah, aber das ist sehr schwer. Schafft das oder schafft das nicht? Wenn es ein Volltreffer wird, ist er sowieso down. Darum ist es auch wieder so scheiße. Rutenschlag. Ich könnte die Verteidigung von dem senken. Dann würden Dings-Attacken, Krypto-Attacken wieder mehr abziehen bei ihm. Was konnte er? Sie? Krypto-Schlag war 55. Irgendwas, was nicht so richtig reinhaut. Ach ja, die Kryptofessel. Ah, ja. Ich kann da sowieso nichts machen. Scheiße. Okay, nee, da bringt mir Rutenschlag gar nichts. Moment mal, nein. Dann mache ich erstmal Rückzug-Keep, sodass er eine Runde aussetzt. Dann macht er Megasauge. Ich weiß, das hat keine Wirkung. Und er setzt eine Runde aus. Das ist sehr schön. Jetzt kann ich Mimikry einsetzen. Megasauge an. Ist das geil. Die Attacke werde ich nie mehr vergessen. Das ist richtig Hammer. Wisst ihr, was für geile Strategie ich später damit machen werde? Da fällt mir eine Menge Scheiße ein. Das sieht aus. Nach Tara setzt Megasauge ein. Das sieht doch geil aus. Das sieht doch geil aus. Das sieht merkwürdig aus, besser gesagt. Wenn du jetzt einen Volltreffer machst, ich sag dir eins, dann... Ja, das ist so nur dein Glück. Ich kann es auch kaum erwarten, wenn Nachtara Erdbeben einsetzt oder Feuersturm oder so ein Scheiß. Alles machbar später. Beleber, Pokebälle. Ja. Ich bin mir jetzt gar nicht über die Fangrate von dem Pokémon bewusst. Also ich glaube, die war eigentlich relativ wenig. Niedrig, gering. Kann mich natürlich auch irren. Zobberies, der hatte eine richtig kleine Fangrate. Was geht hier vor? Was macht ein starker Kerl wie du hier? Na, den Held spielen. Und die Schule schwänzen. Ein paar bösen Gestalter aufs Maul hauen. Still böse Gestalten. So, bevor wir jetzt nach oben gehen, heißt es erstmal wieder abspeichern und richtig schön positionieren. Postieren. Da steht sogar, wie die Zeit Spieldauer, wie hoch die gestiegen ist. Der Part dauert jetzt ungefähr 40 Minuten, habe ich gerade gemerkt. Oder 43 Minuten oder so, irgendwie so ungefähr. Na gut. Also Leute, damit sage ich jetzt mal wieder Tschüss. Jetzt geht das, dieses Let's Play jetzt auch erstmal wieder weiter, weil ich mit diesen alten Projekten endlich mal fertig werden muss, damit ich mal wieder neue anfangen kann. Ich hatte nämlich schon wieder viele neue in petto, die ich unbedingt mal starten will, aber das bringt natürlich nichts, wenn ich lauter tausend andere Projekte am Laufen habe. Also werden erstmal die alten drankommen und die beendet werden. Einen schönen Tag noch und wir hören uns das nächste Mal. Bye, bye.